Heute werde ich zu Da Vinci. Oder ich versuch's zumindest. Familien auf der Quest. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr schaut Feuerbeiz. Ich bin's, der Sascha. Und heute werde ich zum Künstler. Ja, ich versuch's zumindest. Denn ich probiere für euch die App Familien aus. Findet ihr jetzt im Quest Store für 19,99 Euro. Ich habe gleich eine virtuelle Staffelei vor mir, dann so ein Farbpult, ne, wo ich so Farben mischen kann und so weiter. Ganz viele Pinsel zur anderen Seite. Und wie das alles funktioniert und was ich künstlerisch überhaupt drauf habe, das erfahrt ihr natürlich jetzt alles in diesem Video. So Leute, ich bin in Familien und ja, das sieht schon mal cool aus. Das gefällt mir auf jeden Fall, ne? So, erste Bild, ganz toll. Willkommen zu Familien. Wir richten dich in deinem neuen Studio ein. Okay, ich habe so durchsichtige Hände. Ich muss jetzt lügen, ob man Handtracking benutzen kann. Ich weiß es nicht. Drehen kann ich mich nicht mit den Sticks. Und ja, der Raum gefällt mir. Okay, so, ich würde sagen, wir schauen mal, wie es funktioniert. Dann richte ich mich mal hier ein in mein Studio. Bist du rechts- oder linkshändig? Rechts. Okay, dann muss ich wahrscheinlich auf die rechte Hand, genau. So, ist auf jeden Fall schon mal für beides gedacht, ne? Für Rechts- und auch für Linkshänder. Du kannst sie später in den Einstellungen jederzeit ändern. Okay. So, welche Umgebung bevorzugst du? Herrenhaus, Loft? Es gibt auch ein Pass-Through, ja? Und dann seht ihr die Umgebung, wo ihr gerade zu Hause seid oder sonst wo, ne? Mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, das gibt Probleme mit der Aufnahme, dann wird alles nur schwarz. Ja, aber ihr könnt natürlich auch Pass-Through benutzen. Ich schaue mal, was passiert, wenn ich jetzt Loft nehme, ob der das sofort ändert. Okay. Oh, das ist aber sehr hell hier, ne? Das ist sehr, sehr hell. Hat aber auch was. Sehr lichtdurchflutet, ne? Aber schon ein bisschen arg zu hell, finde ich. Also ich fand das Herrenhaus hier schöner. So. So, Fortbewegung im Studio. Halte den Trigger deiner rechten Hand gedrückt und ziele auf den Boden. Lasse los, um zum Ziel zu springen. Benutze den Joystick, während du den Trigger drückst, um deine Ansicht zu drehen. Wir treffen uns an der Staffelei. Ah, guck mal, Leute. Ah, das ist hier aber... jetzt kann ich das hier direkt drehen. Aber ich habe hier nur diesen Kasten, ne? Also, ich kann jetzt nicht da irgendwie zum Fenster gehen oder so. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal hier zu der Staffelei. Zack. Okay, aber ich kann mich jetzt hier so nicht drehen. So, mach es dir bequem. Fasse die Staffelei an einen der Griffe an der Seite, um sie an der gewünschten Stelle zu verschieben. Fühle dich frei, entweder im Sitzen oder im Stehen zu malen. Okay, hier ist so ein Griff. Ah, guck mal, Leute, ich kann die jetzt hier... Da, guck mal, selbst die Räder da unten, die bewegen sich. Seht ihr das? Guck mal, Leute, ist das geil? Oder ist das geil? Guck mal, ich kann das sogar hochziehen. Das ist ja mega. Und es sieht sehr, sehr gut aus, das muss ich auch sagen. Das ist ja geil. Guck mal, Leute. Aber dass die Räder sich da unten drehen, ne? Guck mal. Das... Auch die Geräusche dabei, wenn das hier so über den Laminat geht. Ne? Da sind sogar Kratzer auf dem Fußboden. Ja, sowas liebe ich ja, so Details, ne? Okay, ist das geil, ist das hübsch? So, kann ich Staffelei auch... Ah, jetzt kann ich das bestimmt auch hier. Ah, guck mal, Leute. Ah, da dreht sich das hier sogar da, ne? Dieses Rädchen und so. Ah, ist ja cool. Das ist ja echt geil. Was kann man hier machen? Ah, das kann man auch noch kippen. Nee, das will ich... Ah, so kippen, okay. Guck mal, Leute. Das ist ja cool, ne? Da ist schon mal... Das ist mega. So, fasse ich die Staffelei in eine, habe ich. Okay. Schnapp den Dolchpinsel. Greif mit deiner rechten Hand zum Dolchpinsel am Regal und drücke den Griff, um ihn aufzunehmen. Was ist ein Dolchpinsel? Okay, guck mal, das ist sogar jetzt gehighlightet. Da ist so ein Spachtel, ne? Ganz viele Pinselchen hier. Okay. Glatter Dolchpinsel. Ach, guck mal, Leute, das highlightet dann sogar, wenn man das... Aber ich soll ja den Dolchpinsel, ne? Und was soll ich dann drücken? Griff? Ah ja, okay. Ne. So, sieht sehr gut aus. So, einige Pinsel können skaliert werden. Verwende, um die Borsten unterstützter Pinsel zu skalieren. Ach, guck mal. Boah, das ist ja cool. Kleiner Pinsel, großer Pinsel, kleiner Pinsel. Okay, so. Was ist, wenn ich jetzt die Grifftaste loslasse? Nix. Okay, das ist cool. Wollen die festhalten? So, passe deinen Halt an, drücke den Griff und bewege und drehe deine rechte Hand, um deinen Halt am Pinsel zu ändern. Die Geisterhand zeigt die Standardposition. Drücke den Griff. Okay. So, ne? Ist das okay?
Das wollte ich nicht. So, jetzt kann ich so wirklich vorne an die Spitze. Ich kann natürlich auch theoretisch hier hinten malen. Das ist natürlich ein bisschen blöde, ne? Ganz klar. Hält man das so? Ich weiß das nicht. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Okay. So, es ist zwar möglich, mit der Palette auf dem Ständer zu malen, aber greifen wir erst einmal zu. Hebe sie mit der linken Hand auf. Okay, ich kann die Palette auch in die Hand nehmen. Guck mal, Leute. Geil. So, Intensität der Haptik, Berührung, Intensität der Haptik, Striche. Lade den Pinsel, indem du ihn in die Farbe drückst und der rumwirbelst. Ganz einfach. Wenn du den Pinsel stärker in die Palette drückst, kannst du mehr Farbe laden und umkehren. Okay. Ich drück dir mal richtig da rein. Okay, guck mal, Leute. Umwirbeln. Ich wirbel mal. Jetzt ist da gelb dran, aber nicht komplett, ne? Ich mache jetzt mal hier so von der Seite, ob das geht. Okay. So. Und umgedreht. Das ist geil. Das ist echt mega. Ich male hier schon meine Palette an. Okay. So, um das beste Ergebnis beim Mischen zu erzielen, reinige den Pinsel, bevor du eine andere Farbe lädst. Du kannst deinen Pinsel reinigen, indem du ihn über den Lappen, über den Pinsel wischst. Da oben? Ach, guck mal, Leute. Wenn dann keine Farbe mehr kommt, dann habe ich ihn sauber gemacht. Okay. So, sofortige Pinselreinigung. Du kannst den Pinsel auch sofort mit A reinigen. Das probieren wir aus. Jetzt nehmen wir mal rot. Zack. Guck mal, Leute. So, oh nein, ich habe gerade die perfekte Farbe verwischt. Du kannst deine letzte Aktion auf der Palette mit X rückgängig machen. Ah, guck mal. Ah. Zeit für eine saubere Weste. Du kannst deine Palette mit Y auf den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Zack, okay. Mische einige Farben. Nimm dir einen Moment Zeit, um einige Farben zu mischen. Versuche, grün zu machen. Denke daran, den Pinsel zu reinigen, bevor du einen anderen... Die Spachtel ist ein tolles Werkzeug zum Mischen. Okay. Was soll ich machen? Grün? Grün ist gelb und blau, ne? Wie soll ich jetzt mischen? Hä? So. Geil, ne? So, ist nämlich blau, das Blau hier, ne? Ja. So, jetzt habe ich grün. Was war hier mit dem Spachtel? Tu mal da rein, das Ding. Guck mal, der bleibt dann sogar so dreckig. So, nimm mal hier. Hä? Okay. Ist doch der Spachtel, ne? Ich spachtel hier mal ein. So, kann man das auch sauber machen? Ah, da muss man sogar öfters. Gib mal hier wieder meinen Superpinsel. Okay. So. Lass uns malen. Ja, wieder mal Zeit, ne? Zeit, deine erste Leinwand zu erstellen. Ich kann nicht malen, Leute. Du kannst die Größe ändern, indem du an der Ecke greifst. Akzeptiere die Größe, indem du deine Hand in das grüne Häkchen legst. Okay. Ja, kann man das wieder ablegen, ne? So. Wie kann ich das hier größer machen? Du kannst hier also an die Ecke greifen, okay. Ah, guck mal, Leute. Ja, ich will das hier riesengroß haben. Ich mache hier Picasso. So, ne? Finde ich doch ganz cool. Zack. Ach so. Ah. So, jetzt kann ich hier malen. So, was malen wir denn? Ich lasse dich eine Weile mit den verschiedenen Pinseln experimentieren. Komm zu mir zurück, wenn du für die finalen Schritte bereit bist und du wirst den Browser entsperren. Okay, also wir malen jetzt mal ein bisschen. Okay, ich nehme jetzt hier wieder meinen Pinsel. Erstmal sauber machen. So, ich würde sagen, wir fangen an hier mit Grün. Ne? So, jetzt male ich erstmal so eine grüne Landschaft hier. Boah, das vibriert sogar ein bisschen. Also das fühlt sich echt cool an. So, es ist alle. Was ist denn? Hallo? Achso, ich brauche neue Farbe, ne? Das dauert mir aber hier zu lange. So, wir nehmen jetzt hier mal so einen dicken hier. So, hier, das ist hier das Richtige für mich. So. So, jetzt, so geht das. Jetzt haben wir Gras gemacht. So. Zack. So, jetzt machen wir einen Baum. Baum mache ich hiermit. Baum ist braun, ne? Was ist denn hier braun? Da ist braun. So, mach ich das schön, Leute?
So, dicker Ast. So. Jetzt brauchen wir hier noch kleine Äste, ne? So, was machen wir hier? Sauber das Ding. So, kleine Äste machen wir mit dem hier. Das sieht ganz gut aus. Das wird hier, also das versteigere ich nachher. So. Wie war das? Kann das auch kleiner machen, ne? Ah ne, ich will das ja nur kleiner, okay. So, ich mische das jetzt mal so ein bisschen. Ich will ein anderes Braun haben. So, wir schattieren das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen anderes Braun brauchen wir natürlich für meinen Baum. So. Oh, das ist aber ein Ast hier, ne? Das sieht aber nicht. Okay, komm, so. Schöner Baum, der sieht fast aus wie eine Palme. So, jetzt brauchen wir natürlich grün. Grün, 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 grün. Da nehme ich dann. Ja, komische Pinsel hier. Was ist das denn? Katzenzunge. Wir nehmen eine Katzenzunge. So, und ich will den Baum hier ein bisschen ausmalen hier. Was ist das denn? Wieso ist das braun geworden? Scheiße hier. So, das wird ein schöner Baum. Brauch mehr Grün. Geh mal hier mehr. Da. So. Das ist aber hier nur so ein Art Deko, ne? So ein Style hier von mir. Also alles nur so ein bisschen angedacht, ne? Das Grün und so. Mir fällt der Knopf aus dem Ohr. So. So, Leute, ist so ein schöner Baum, oder? Da wird übrigens ein Apfelbaum, ne? Da kann ich euch jetzt schon sagen. So, zack, mal sauber das Ding. So, und jetzt machen wir Apple, 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 Apple. Das mache ich damit, ne? Was ist das? Zum Skalieren. Ist das am Regnen? Oh, ist aber jetzt ein bisschen. Sieht aber ein bisschen die Atmosphäre hier runter, ne? Der Regen. So, jetzt machen wir Äpfel. So. Was ist das denn? So, Apple, Apfelbaum. So. Und wir brauchen natürlich noch eine Sonne. Dann machen wir damit. Machen wir gelb. So, zack. Hallo? Ich sehe das Gelb nicht. So, jetzt aber. So. So eine schöne Sonne malen hier, ne? So, da. Also, es fühlt sich wirklich fantastisch an, Leute. Es ist mega. So. So. Okay, ich höre den Regen. Also, wir müssen ein bisschen Regen dazu machen, ne? Komm. Regnet ja draußen. So. Ich glaube, für mein erstes Werk ist das schon ganz cool geworden. Jetzt brauche ich schwarz. So. Was ist das denn? So. So, könnt ihr kaufen? Höchstgebot nehme ich an, ne? Okay. Fertig. Zack. So, ist doch schön, oder, Leute? Guck mal hier, Apfelbaum, ne? Sonne, Regen mit Unterschrift. So, wir mischen auf der Leinwand. Ölfarben vermischen sich auf der Leinwand. Das sagst du mir jetzt, oder was? Nutze dich zu deinem Vorteil, wenn du beispielsweise den Himmel zuerst weiß malst und dann mit Blau überstreichst. Verwende den Putzlappen, um die Leinwand bei Bedarf zu reinigen. Was für ein Putzlappen? Den? Ne. Was ist das? Putzlappen. Ah! Okay, wir mischen mal so ein bisschen. Guck mal, Leute, das ist 3D, das ist ja voll lustig. So, jetzt habe ich Apfelmus gemacht aus meinem Apfel hier. So, egal. So. So, Impasto-Effekte. Ja, ich wusste, ich habe drauf gewartet. Also, die habe ich hier echt vermisst, die Impasto-Effekte, was immer das ist. So, du kannst dicke Farbe auf die Leinwand auftragen, indem du zuerst deinen Pinsel vollständig lädst und ihn dann vorsichtig auf die Leinwand aufträgst. Wenn du nur eine geringe Farbladung verwendest, bleibt die Farbe flach. Der Pinseldruck begrenzt die Farbmenge, die du auf den Pinsel laden kannst. Verwende die Druckanzeige. Du kannst die Farbdicke in den Einstellungen weiter anpassen, nachdem du das Tutorial beendet hast. Okay, nein, ist egal.
Dick über dünn. Wenn du nicht möchtest, dass sich die Farben vermischen, zum Beispiel beim Malen von Highlights, trage dicke Farben auf. Du wirst feststellen, dass sich die dicke Farbe nicht mehr damit vermischt. Du kannst sie... Okay. Ja, Leute, jetzt geht es natürlich richtig in die Malerei. Das ist nicht meine Welt, ne? Ändern der Mischempfindlichkeit. Also ihr könnt hier die Mischempfindlichkeit ändern. Also da bin ich raus, Leute. Da bin ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich. Das ist nicht meine Welt, ne? Wenn du nicht möchtest, dass sich Farben auf der Leinwand vermischt, verwende die Ebenen im Browser-Menü, um die du in Kürze entsperren wirst. Okay. Nicht alle Unfälle sind glücklich. Du kannst deinen letzten Pinsel schon, indem du den Joystick der Blätter nach links oder rechts bewegst. Okay. Ah, guck mal. Ah, guck mal hier. Da. Ne? Zauberhand, ne? Klack. Ne, ich will Apfelmus. So. Farbverdünner. Der Eimer Farbverdünner dient nicht zum Reinigen des Pinsels, sondern zum Verdünnen der Farbe. Schwenke den Pinsel im Eimer und mische Farbverdünner und Farbe auf der Palette, um transparente Mischung zu erhalten. Okay. Machen wir hier. Dann machen wir gelb. So, und dann? Aha. Der hier, ne? Ah, jetzt ist das ein bisschen transparent, ne? Seht ihr das? Komm, wir machen hier mal so einen transparenten Sonnenstrahl. Ah, guck mal, Leute. Ja, sieht man sofort den Unterschied, ne? Seht ihr das? Cool. So. Fühlst du dich ein wenig wackelig? Drücke B, um den Handstabilisator einzuschalten, um deine Pixelbewegung zu glätten. Aha, geht das jetzt besser? Merke ich da jetzt den Unterschied? Irgendwie nicht, oder? Ah doch, es ist mit Handstabilisator ist es besser, auf jeden Fall. Guck mal hier, ne? Geile Schattierung, ne? Ich habe gerade den Wert meines Kunstwerkes verdoppelt, ganz ehrlich. Ja? So, da wieder hin. So, du kennst die Grundlagen, Zeit zum Malen. Ich überlasse dir für den Anfang mit vorgeschlagenen Videos, okay. So, hier haben wir jetzt, oh, Videos, wie das alles funktioniert, meine Lesezeichen lernen. Okay, das kann man nicht ganz so gut lesen. Also das sind YouTube-Videos, ne, Ebenen. Okay, erste Ebene, mein Baum, guck mal, Leute, da ist die erste Ebene, das ist mein Baum. Ist ja geil. Auch das kann man natürlich sich so nehmen, wie man, ja, das ist echt toll gemacht. Also technisch ist das hier echt mega. Speichern, Export, Einstellungen. Farbdicke, also ihr könnt alles einstellen, ne? Studio, wie gesagt, Sprache, Pinseldruckanzeige an, aus, Pinselname anzeigen, an, aus, den Controller könnt ihr hier ein bisschen einstellen, Audio, so, leider keine Musik, ne, ein bisschen blöde, ne, oder hier ist noch irgendwas versteckt, okay, Export, speichern, guck mal, Leute, das sieht doch fast so aus wie diese hier, ne, Gemälde speichern, oder, so, kann man was laden? Hier haben wir verschiedene Paletten, ihre Paletten. Okay, man kann sogar die Palette speichern. Komm, wir speichern die mal. So, jetzt ist die gespeichert, hier mein Krimskrams. Cool, also ihr könnt alles mal Palettengröße ändern. Kann man kleiner machen. Boah, Leute, das ist echt alles drin. Das ist alles gedacht, ne? So, aber ich will jetzt noch mal was hier reinladen. Wie geht das? So, Gemälde speichern, neues Gemälde. Ne, nicht hier kaputt machen. Lad das mal. Nee, laden. Nicht gespeicherte und dieses Gemälde laden, ja. So. Ja, Leute, habe ich doch cool gemalt, ne? Hier den Pelikan, ne? Oder was ist das? So. Guck mal, den können wir jetzt noch ein bisschen verschönern. Hier den Pelikan, ne? Bestimmt. Komm, wir probieren das mal. Nehmen wir es mal sauber hier. So. Ich nehme jetzt hier mein. Was nehmen wir denn mal? Blau. Ich drücke mal richtig, so. Jetzt können wir den Pelikan natürlich hier nochmal so ein bisschen, ja, bisschen hier so anmalen. So, und ich möchte das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen vermischen. So. Seht ihr? So. Trauriger Pelikan ist das jetzt. Aber das ist schon geil, ne? Das ist jetzt so richtig schön so ineinander vermischelt hier. Also man merkt das schon, man sieht das, also auch das Malen, das ist grandios, ehrlich, ne? Guck mal, Leute, ne? Ich weiß zwar nicht, warum der da jetzt was Blaues hat, ja, weil ich es dran gemalt habe, ich weiß. Was haben wir noch? Ich meine, es gab irgendwie mal so Vorlagen, ich habe da mal irgendwas gesehen. Was haben wir denn da? Suchen?
Achso, da kann ich jetzt bei YouTube schauen. Das waren die Videos. Ist das ein Projektor? Überlagerungen, multiplizieren. Was immer er auch. Weil ich meine, es gäbe hier Vorlagen, ne? Bevor sie zu YouTube weitergehen, wiedergeben, nein. Okay. Ebene 1, Ebene 4. Das jetzt hier gerade so ein bisschen. Machen wir hier so. Ich kann das sogar teilen auf Facebook, wenn ich möchte. Ich habe hier meine Galerie. Okay, 3D-Models gibt es auch. Okay. Ja, das über. Ist ein bisschen viel für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute. Also da komme ich jetzt nicht so. Ich lade mir mal mein Kunstwerk wieder rein hier. So, Autosave, ja. So, mein Kunstwerk ist wieder da. Zack, zack. So, ich mache mal hier eine neue Ebene. Wie geht die andere jetzt weg? Aha, okay. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden mit den Ebenen hier. Okay. So. Also irgendwas kann man ja hier eigentlich multiplizieren. Irgendwie war da was, ne? Also ich kann irgendwie was. Ich will was Neues. Ich will mal was Neues. Was denn? Ja, ich. Alles gut. Ich akzeptiere das. Hä? Das will gerade nicht so, wie ich das will. So. Neues Gemälde beginnen. Da. Ja, Mama. So. Ja, ist okay. So, und jetzt meine ich, ich hätte da irgendwie was gehabt, dass man das nur ausmalen muss. Irgendwas hätte ich da gelesen. Ah, guck mal hier, da ist es jetzt. Und jetzt kann ich das hier, glaube ich, auch ein bisschen größer machen. Ah, guck mal, Leute. So. Jetzt habe ich das hier drauf, ne? So, YouTube. So, bevor Sie nach YouTube weitergehen, ich stimme zu, okay. So, und jetzt kann ich natürlich. Aber der hätte doch schon was vorgegeben, oder wie war das? Irgendwie war doch da vorhin was, ne? Im Web suchen? Ach nein, das wollte ich nicht. Da war in den 14 Tage kostenlos testen will ich auch nicht. So. Was Shopify? Ne. Der hatte gerade am Anfang, wo ich das neu geladen habe, hatte der was vorgegeben, ne? In der YouTube-Musik möchte ich auch nicht. Das weg. Okay, das fand ich jetzt ein bisschen blöde, ne? Multiplizieren, Überlagerung. Okay. Ja, auf jeden Fall könnt ihr irgendwas projizieren, wenn ihr gerne möchtet, ne? Was war denn suchen? Im Web suchen und. Ach so, jetzt kann ich hier auch. Okay, alle annehmen, ist klar. So, wir suchen und Bäume pflanzen. Okay, im Web suchen und Bäume pflanzen. Nee, ich möchte ja gerne jetzt hier im Web was suchen. Ich habe aber keine. Ach, da ist die Tastatur. Ich bin so doof, Leute, ne? So, wir nehmen jetzt einfach mal. Was nehmen wir jetzt mal? Ich nehme jetzt mal Mona Lisa, ne? Mona Lisa. Mona Lisa da. So, Bilder. So, da haben wir die Mona Lisa. Das sieht gut aus hier. Guck mal, Leute. So. Bild anzeigen. So. Jetzt projiziere ich mir das. Ah, guck mal, Leute, so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt kann ich das Ganze überlagern. Dann wird es ein bisschen heller. Kann man das hier wegmachen? Dieses Dia-Zeichen-Gedöne da? Weiß ich nicht. Es ist okay. So, und jetzt kann ich hier malen. Ja, okay. So, habe ich wieder ein Bild ausgesucht. Ne? Jetzt brauche ich ja erstmal so ein bisschen Hautfarbe, Ton hier. So, jetzt kann ich hier praktisch die Mona Lisa ein bisschen nachmalen. So, seht ihr? So, jetzt brauchen wir Haare von der Mona Lisa. Was ist denn das? Also, ja, okay. So, jetzt male ich hier so die Haare von der Mona Lisa, ne? Guck mal, Leute, das wird eine Mona Lisa, was ich hier mache. Und die da ist so ein bisschen was gelblich so am Rand, ne? Gelblich-grün. So. Und dann kann man das hier so nachziehen, so. Guck mal, Leute, wird, ne? Wird. So, und jetzt kann ich das natürlich, machen wir hier weg, ausblenden. Und da seht ihr, das soll eine Mona Lisa werden. Ja, das ist der Anfang davon. Also ihr könnt jetzt, wie gesagt, hier über den Projektor euch dann Vorlagen auf die Leinwand ziehen und diese dann
nachmalen. Finde ich ganz cool. Ja, Leute, was soll ich euch sonst noch zeigen? Ich bin kein Maler, das weiß ich. Kreativ-Apps ist nicht meine Welt, aber es sieht fantastisch aus. Es funktioniert fantastisch. Das mit den Rädern finde ich echt kracher. Ihr könnt euch das alles ziehen, wie ihr wollt. Und was ist das denn überhaupt? Das hat er gar nicht erklärt, ne? Was ist das? Ich werde da einen Pinsel reinlegen. Was macht man da? Mischt man da? Ich probiere das mal. So. Habe ich wieder nie aufgepasst, ne? So. Ist weg? Ist weg? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas zum Mischen oder so, ne? Komm, wir probieren das jetzt nochmal. Blau. Jetzt ändert sich das so ein bisschen. Und die Farbe kann man jetzt wahrscheinlich auch benutzen, ne? Ah, guck mal, das ist doch viel mehr Mona Lisa hier, Gesichtsfarbe, ne? Guck mal. Ne? So, das ist hier die Haut. Ne? Jetzt brauchen wir noch ein Auge. Kriegen wir hin. Mona Lisa Auge. So. Und wenn ich das jetzt wieder ausblende, ja, wird es langsam eine Mona Lisa, oder? Ja, kann man noch sehen. Also ich sehe das, also das ist doch schon ein bisschen ähnlich, oder? Okay. Ja, Leute, ich finde es cool auf jeden Fall. Also wer wirklich sich mit sowas auskennt, weil ich kenne mich damit echt nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe auch ein bisschen Angst gehabt vor diesem Video, weil wie soll man was zeigen, wenn man nicht malen kann? Aber es ist technisch, optisch ist das wirklich eine Wucht, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das Gefühl ist toll mit dem Pinsel und ihr habt hier ganz viel Auswahl. Ob da irgendwas bei fehlt, das weiß ich nicht, weil wie gesagt, ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich bin ja, wie gesagt, kein Maler. Hier haben wir sogar was ganz, ganz Feines. Ne? Hätte ich vielleicht besser das Auge mitmachen sollen. Aber ich kann hier auch so die Schattierung unter der Nase machen. So. Und das müssen wir ja ein bisschen verwäschern hier. Ne? So, die Schattierungen. So, Schattierungen werden ja ein bisschen verwäschert hier. So. Ne? Und dann kann man auch die Lippen malen. Ach scheiße, jetzt habe ich das hier kacke gemacht. Ich will das wieder in Rot. Mach das mal hier in Rot. Wie war das? Ah, okay. So. Mach das mal sauber. So. Rote Lippen soll man küssen. Das ist aber nicht rot hier, was ich hier mache, oder? So. Guckt, Leute. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, es nimmt Formen an, ne? Es hat was von Mona Lisa auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ich kann gar nicht aufhören, ne? Obwohl ich nicht malen kann. Auch das hier natürlich an Höchstbieten, wenn ihr möchtet. Ihr habt ja, wie gesagt, alle Möglichkeiten, euch Vorlagen zu holen. Übers Web war jetzt am Anfang so ein bisschen ja, durcheinander. Also müsst ihr ein bisschen durchklicken. Ihr seht, ihr könnt hier alles einstellen. Sollte wirklich für jeden was dabei sein, der sich mit der Materie auskennt. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr zeichnen könnt, wollt oder es auch lernen möchtet und so weiter, kann ich euch das Ding hier bedenkenlos empfehlen. Wirklich mega. Gut, Leute, wir sehen uns euch nochmal ganz kurz zum Fazit. Die App ist mega, das muss ich einfach sagen, aber ich habe es echt nicht mit Malerei und mit dieser Staffelei und was es da alles gab, das ist absolut nicht meine Welt. Das habt ihr wahrscheinlich auch an meinem Kunstwerk gesehen, so möchte ich mal sagen. Aber das Ding selber, das ist echt Bombe. Es ist so viel drin, man entdeckt auch vieles noch im Nachhinein, an was alles gedacht worden ist. Am geilsten sind echt die Räder, wenn ich irgendwas bewege. Ja, das sind so Kleinigkeiten, das finde ich immer mega, wenn dann sowas gedacht wird, weil man jetzt ja auch einfach nur machen können, packen, schieben, irgendwo hinstellen, fertig, wie in vielen anderen Apps auch. Aber nein, hier wurde wirklich auf Details geachtet, wie diese Räder unter der Staffelei, wenn ich die geschoben habe. So, genug der Räder natürlich, alles andere sah natürlich auch mega aus. Es gibt verschiedene Pinsel, ich kann mischen, die ganzen Techniken funktionieren, ich kann die Staffelei so groß machen, wie ich möchte, hoch, runter, kippen, ja, und ich kann mir sogar Vorlagen aus dem Internet praktisch mit so einem virtuellen Projektor da drauf projizieren, um diese dann nachzumalen. Oder man versucht es, so wie ich mit der Mona Lisa. Ja, wie gesagt, vom kreativen Gedanken her kann ich da eigentlich nicht sehr viel zu sagen, weil da fehlt mir einfach irgendwie was. Aber das, was ich alles machen konnte, das ist schon wirklich Hammer. Und ich würde mich freuen, wenn ein Maler oder Künstler unter euch sich das Ding auch mal anschaut und echt mal in die Kommentare schreibt, wie nah das Ding echt an der Wirklichkeit ist. Also für mich kam es mega, mega nah rüber, das muss ich sagen. Aber ich bin natürlich auch kein Fachmann für sowas.
Technisch ist das Ding eine Sahnebombe, da gibt es absolut nichts zu meckern und das für 19,99 €. Da ist alles drin, auch alles schön in Deutsch. Super, super. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht noch ein paar Locations irgendwann nachkommen oder das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen aufgepeppt wird hier und da, weil das Menü, das war so ein bisschen undurchsichtig. Also man musste sich so ein bisschen da durchklicken, um das alles so ein bisschen zu finden, auch mit diesem Projektor. Das wusste ich zum Beispiel nur, dass das geht, weil ich das im Vorfeld gelesen habe. Ja? Aber nichtsdestotrotz, mega Hammer Dingen. Also wer Künstler ist und wer gerne malt, sollte sich das Ding auf jeden Fall anschaffen. So, jetzt hoffe ich, ihr wart natürlich mit meinem Kunstwerk, welches ich auch für 500.000 gerne versteigern würde, also bitte bei mir melden, zufrieden. Dann würde ich mich natürlich jetzt mega über ein Däumchen freuen. Ja, eure Kommentare, wie gesagt, schreibt mal echt da rein, was ihr zu diesem Ding sagt. Kauft ihr euch das? Seid ihr Maler? Oder sonst irgendwie was? Also ich bin echt mega, mega gespannt, was ihr zu dieser App zu sagen habt. Alle Kommentare werden von mir gelesen und natürlich auch, ihr wisst schon, beantwortet. Ja, ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, das finde ich echt mega schade. Dann macht es doch gerne jetzt, bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt und ihr verpasst nichts mehr. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle. Ganz zum Schluss, wie immer, mein Discord-Server mit derzeit über 290 WeAre-Usern aus der Community. Tretet gerne bei, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, täglichen Daily Deal der Quest, sämtliche App-Lab-Neuveröffentlichungen und einfach nur quatschen kann man natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Hier zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert da noch gerne durch, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß damit. Ich sage danke fürs Zuschauen, viel Spaß jetzt beim Selbermalen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, euer Sascha.